Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich richtig geile Nachrichten für euch. Ihr habt sie sicherlich jetzt schon mitbekommen, weil wenn ihr jetzt diese 20 Uhr Folge seht, können wir alle jetzt schon das Thanksgiving Event spielen. Ihr wisst ja, einen Tag im Voraus aufnehmen, dies, das, zack, zack, Ananas. Genau, Thanksgiving Event wird rauskommen und ich habe jetzt hier in der 20 Uhr Folge stelle ich euch die Spieler vor, die es gibt, und es wird auch noch ein neues Event geben. Ich weiß nicht, ob das in Ende einer Ära mit eingebaut wird, beim Thanksgiving Event mit eingebaut wird, weil es gibt auch zwei Ende einer Ära Spieler und ich glaube, ich gehe ganz stark davon aus, dass diese Ende einer Ära, End of the Era Spieler da mit drin sind. Ich hau nämlich direkt raus, Leute. Das sind die ersten beiden Spieler, die ich euch hier zeige. Das sind nämlich ein 96er Basti Fantasti und ein 96er Tim Howard. Und das Thanksgiving-Event ist ja quasi ein MLS-Event. Ein amerikanisches Event. Thanksgiving wird halt in Amerika gefeiert. Und deswegen, Schweinsteiger ist ein MLS-Spieler, Howard ist ein MLS-Spieler. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass es diese Spieler im Thanksgiving Event geben wird, also werden wir es jetzt alle direkt hier heute, genau jetzt zum jetzigen Zeitpunkt um 20 Uhr sehen. Ihr könnt gerne schon mal eure Meinung zum Thanksgiving Event reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr es jetzt schon gezockt habt. Genau, und einen deutschen Basti Fantasti, der würde unter Umständen sogar in meine Mannschaft passen. Ich müsste dafür einfach nur Arne Meyer nach links, Mats Hummels nach rechts, oder ist ja egal, Niklas Stark würde ich den aber nach links stellen. Jetzt lädt es erstmal wieder Ewigkeiten hier. So, Hummels dann nach rechts, Zakaria komplett raus aus meinem Team. Und dann müsste ich mir noch einen anderen ZOM überlegen, weil Sabitzer passt denn ja auch nicht mehr so richtig gut rein ins Team. Müsste ich dann mal schauen, ob ich denn trotzdem noch 160 Chemistry habe. Jetzt aktuell hätte ich 158, deswegen gehe ich davon aus, dass ich mit Schweinsteiger auch nicht mehr als 158 haben werde. Aber dann, wenn ich den, der wird bestimmt so teuer sein, den kriegt man safe nicht, free to play. Und für Schweinsteiger würde ich sogar ein paar Euros ausgeben, sagen wir es mal so. Für Basti Fantastik, für so eine geile Schweinsteiger-Karte, ne? Das wäre ein Traum, Leute. Das ist echt ein Traum, diese Schweinsteiger-Karte zu haben. Und mal gucken, vielleicht kriege ich ihn, vielleicht kriege ich ihn nicht. Genau, dann habe ich noch die fünf stärksten Thanksgiving-Spieler. Es ist einmal ein Martinez, dann haben wir einen Carlos Vela, ein Pozuelo, einen Ibrahimovic und einen Wayne Rooney. Also für mich die geilsten Spieler Wayne Rooney und Zlatan Ibrahimovic. Klar, es gibt auch noch andere gute Spieler, beispielsweise die Elite-Spieler, 89er Blake, es gibt nur 89er Nani sogar, aber alles halt aus der MLS. Und Wayne Rooney und Zlatan Ibrahimovic, also diejenigen, die ein MLS-Team haben. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr eins habt, aber die amerikanischen FIFA-Mobile-Spieler werden sich jetzt sicherlich sehr freuen, weil stellt euch mal vor, es würde so ein Bundesliga-Event rauskommen, nur mit Bundesliga-Spielern. Da würde ich auch mega abgehen. Ich finde die Spieler, die es hier gibt, mega geil. Also Schweinsteiger passt sogar relativ gut in unser Team. Und einen 96er Basti Fantasti im Team zu haben, wäre eigentlich, Leute, nicht nur eigentlich, das ist ein Traum. Ich hoffe, dieser Traum wird dann in Erfüllung gehen. Ich gehe rein ins Europa League Event, das habe ich eben schon gespielt. Ich kann hier auch nochmal die 50.000 Münzen abholen. Hier diesen ersten Strang habe ich dann nämlich schon fertig gespielt mit meinen Pünktchen. Die Werbung habe ich auch schon mir hier reingezogen. Hier machen wir das nächste Skillspiel. Ich habe nämlich noch 6 Punkte da oben auf dem Tacho. Und dann, ja, ich glaube Belohnungen kann ich auch noch abholen. Von der besten Liste, Kolosseum-Spieler oder so, müssen wir auch gleich nochmal nachschauen. Hakimi aber jetzt erstmal beim Elfer schießen hier. 11. Ab in die Mitte. Apropos, wo ich hier gerade das Hertha-Trikot sehe, Leute. Jürgen Klinsmann! Wie geil ist das denn, bitteschön? Als ich das gesehen habe, es stand ja schon nicht fest, aber man hat ja schon spekuliert. Wer könnte Trainer werden? Ich hätte Niko Kovac als richtig gute Möglichkeit gesehen, aber er hat sich dazu geäußert, dass Niko, also er möchte nicht 1920 noch ein, also er möchte erstmal Pause machen bis zur nächsten Saison. Und ich kann es mir vorstellen. Also ich kann mir zwei Dinge vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wenn es unter Jürgen Klinsmann richtig gut läuft, dass Jürgen Klinsmann weitermacht. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil Hertha gesagt, erstmal nur bis zum Saisonende wird Jürgen Klinsmann das Amt übernehmen als Cheftrainer.
Und dadurch, dass sich Niko Kovac geäußert hat, dass er 2021 denn wieder halt einen Verein aufnehmen möchte, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Niko Kovac ist ein Trainer, mit dem, wo das ganze Hertha-Konzept in den nächsten Jahren möchte man sich verbessern und einen europäischen Club daraus machen, Europa League, Champions League, sei das jetzt mal dahingestellt. Und da kann ich mir Niko Kovac richtig gut vorstellen. Natürlich ist das alles Zukunftsmusik, mal gucken, wie es am Wochenende erstmal unter Jürgen Klinsmann aussieht. Da bin ich schon mega mäßig gespannt. Weil es geht nicht gegen einen schwachen Bundesliga-Verein ran, sondern direkt gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, die gerade hier zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich diese 20-Uhr-Folge aufnehme, 2:0 gegen Barcelona hinten liegen. Also es läuft, ich sag mal so, mit einer... Dortmund würde mit breiten Schultern nach Berlin fahren, wenn sie gegen Barcelona gewinnen. Aber sie liegen aktuell hinten. Lionel Messi hat, glaube ich, wieder ein schönes Türchen gemacht, was ich da so mit einem Auge gesehen habe. Genau, deswegen spielt das eigentlich alles in unsere Karten. Neuer Trainer, ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Neuer Trainer und zack, dann... Es war ja letzte Woche mit Mainz, war es mit Mainz? Oder mit welchem Club war das genauso? Neuer Trainer hier, wo ist jetzt Bayer Lorzer? Wo ist dieser Bayer Lorzer? Der ist doch, hat auch direkt 4:0 gewonnen oder so. Boah, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es so, Leute. Auf jeden Fall ist es so. Ein weiteres Event gibt es jetzt hier leider erstmal nicht. Thanksgiving ist morgen. Das heißt, wir gehen rein ins normale versus Angriff. Aber vorher hatte ich ja gesagt, habe ich hier noch in der besten Liste einmal das Kolosseum-Logo. Da kriege ich auch nochmal 100.000 Münzen, ein paar Skill-Boost-Karten. Die nehme ich natürlich auch gerne mit. Und dann haben wir noch einen Kolosseum-Spieler. Ist es immer derselbe oder kann man den variiert, dieser Spieler? Der Kolosseum-Spieler, den wir jetzt hier im Pack drin haben werden. Oh, okay. Oh, jetzt erstmal die ganzen Skill-Boost. Dann skippe ich hier mal nach vorne bis zur 2, 1 und... Ferrari schon wieder? Ferrari, ich fahre mit meinem Ferrari. Kein Skill-Boost, was soll denn das hier, ey? Nur noch... Oh, 3 Abwehrkarten fehlen bis zum Update von Lukas Klünter, zum Upgrade von Lukas Klünter. Dann haben wir hier lange Pässe fast auf Level 9, aber ansonsten hier Freistoß auch noch, das ist Sabitzer. Okay. Wir gehen rein ins normale versus Angriff, beziehungsweise nein, mache ich nicht. Ich spiele nicht das normale versus Angriff, sondern ich spiele lieber das Ligaturnier. Da habe ich vorhin schon ein Spiel privat gemacht, weil wir wollen halt jetzt auch unter der Woche mehr Ligaturniere machen, um halt die Vorteilspunkte zu holen. Apropos Vorteilspunkte, wie war ich denn da jetzt? 186. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, ich könnte rein theoretisch jetzt hier unten lang gehen. Nicht das, hier unten. Zwar brauche ich keine weitere Aufstellung. Ich muss mir aber diesen Pfad holen, um dann beim nächsten Mal hier unten weiter lang zu gehen. Und das ist mein Ziel. Halt hier erstmal den unteren Strang zu kaufen. In Anführungsstrichen zu kaufen. Genau, Chemieboost plus 2 erhöht die Chemie. Das ist, glaube ich, nur... Dass die maximale Chemie sich erhöht, okay. Und das ist eine Gesamtwertwertung wieder. Und hier wieder Chemie erhöht und Chemie erhöht. Wir gehen rein ins normale versus Angriffsspielchen. Ich würde sagen, wir beenden die 20 Uhr Folge nochmal mit einem schönen Sieg. Wenn es kein Sieg sein wird, dann wisst ihr ja, mit einer Niederlage beendet man die 20 Uhr Folge in der Regel nicht. Aber abwarten, abwarten und Tee trinken. Was hat der Gegner für eine Gesamtbewertung? Das ist natürlich eine sehr... Spannende Frage. Oha, 102. Oha. Kaya und ein Bundesliga-Team. Das sah richtig geil aus. Mit Jan-Fiete Arp habe ich da vorne nur so auf die Schnelle gesehen. Das komplette Team konnte ich mir leider nicht angucken. CR7018 heißt er. Okay, bin ich mal gespannt, ob er auch ein paar Türchen machen kann. Ich habe minimal die schlechteren Chancen, aber es sollte trotzdem... Eine Gesamtbewertung ist eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Und schönes Tor. So war es eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich auf den Spieler dahinter passen und nicht auf Lewandowski. Aber wenn es so klappt, genauso gut. Oder wenn nicht sogar noch besser. So, Lewandowski. Ballverlust 2:1. Wir führen aber aktuell. Lewandowski macht das überragend, aber der Keeper macht das noch stärker. Der Keeper mit einer sehr, sehr guten Parade zerrt Gnabry und der ist im Winkel 3:2. Sabitzer, mach ihn. Marcel Sabitzer, 4:2. Schönes Ding. Und nach oben. Und Hakimi.
Und Hacke, Hakimi, Hacke, Hakimi, oi. Hätte er den nicht reingemacht, ne? Und nur an den Pfosten gedrescht, das Ding, dann wäre ich aber sauer gewesen. Stinke sauer. Stinke sauer Dennis Zakaria. Nices Ding. 6 zu 5. Das wird ein Spiel, wo am Ende wieder ein Tor entscheidet, Leute. Ich sag's euch. Ein Tor entscheidet dieses Spiel. Das war nicht gut gemacht hier von Serge Gnabry und beziehungsweise von mir. Ich steuere Serge Gnabry. 7 zu 6. Ecke, Ecke, die Ecke muss rein eigentlich. Die Ecke muss rein. Die Ecken sind aber Gift, Mann. Simon Unge, was soll denn das? Das macht dann nicht nur die Milch giftig, sondern auch die Ecken. Weg damit. Och, ich krieg nicht mal... Was ist denn das für ein Befreiungsschlag? Jetzt verliere ich wahrscheinlich das Spiel, oder? Oder spiele ich 7-7? Okay, ich spiele 7-7, Leute. Mit einem Unentschieden kann man die 20-Uhr-Folge beenden. Es ist, wie gesagt, keine Niederlage. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall an dieser Stelle raus. Checkt die neue Folge von Let's Play Pokémon Schwert aus. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.